ganz schön fleißig. Ja. Ja, liebe Freunde, heute zum Abschluss unserer Hastour sind wir an einem ganz besonderen Ort, nämlich im Erlebnisberg Merkas, Sahas. Einige von euch werden das kennen. Hier wurde Karl abgebaut. Und Karl ist eigentlich eine Schaft. Das ging schon im 19. Jahrhundert los. Also so um 9 wurden hier die ersten Kaliflöze in 4 oder 5 Meter Tiefe abgebaut. Hier muss man ein bisschen lauter sprechen, hier ist immer was los. Und innerhalb dieser 100 Jahre ist das Straßennetz hier unten so groß wie das von ganz München. Das finde ich total krass. Das ist unglaublich. Ich weiß nicht, ja. Wie viele Kilometer das jetzt genau sind, aber unglaublich. Ungefähr 4 Meter Straßennetz. Hammer. Ich kann jetzt ein bisschen scheißen. Das kommt daher, weil mein Onkel hat als junger Busfahrer hier unten in Merkel gearbeitet. Und er hat natürlich die tollsten Geschichten erzählt. Er hat immer gesagt, ja, hier gab es sogar Gänge, die gingen rüber in den Westen. Und die Gänge waren so groß, dass russische Panzer hier essen können und dann irgendwo in Hessen durch die Erde brechen und auftauchen. Also gruselige Horrorgeschichten. Die stimmen natürlich. Aber wer schon mal die Autobahn hier gefahren ist, von Fürth nach Fürth, der weiß, dass hier diese riesigen Abraumhalden draußen liegen. Die sind natürlich sehr scheiße. Weil das ist reines Natriumchlorid. Weil das, was der Bergmann hier wollte, ist das hier, das reine Kalisass. Das hat verschiedene Farben. Wenn euch das anschaut, das liegt eben daran, das wolltest du eigentlich erzählen. Nein. Nee, ich wollte dich das fragen. Ach so. Dann frag doch. Wieso? Das liegt daran, weil hier verschiedene mineralische Einlagerungen im Sass sind. Also da ist natürlich auch Eisen drin, da ist Scheiß drin. Das sind ganz verschiedene Elemente und dementsprechend ist das Sass unterschiedlich gefärbt. Naja, und was ich mir auch immer schlecht vorstellen kann, ist, dass obwohl hier so viel Luftraum ist unter der Erde, dass das alles so gut hält. Also man muss dazu sagen, also diese Kaliflöze, die sind sehr dünn. Die sind zum Teil nur 1 Meter dick, manchmal waren sie auch 20 Meter dick. Und wir sind ja hier im Grenzgebiet zwischen Thüringer Wald und der Rhön. Und zum Teil gab es hier auch Verwerfungen, also also durch Druck sind hier die Flöze so verändert worden. Und zum Teil sind die auch 10, 20 Meter dick. Aber die Halle hier, in der wir uns hier befinden, also ihr seht das ja hier, Riesenhalle, da hinten stehen noch die Bagger. Diese Halle, in der wir uns hier befinden, das war eine Lagerstätte für das Kalisalz, bevor es dann nach oben transportiert wurde mit dem langen Schwanz, der da hinten steht. Also ist alles sehr spannend und kann man eigentlich nur jedem empfehlen, sich das mal anzugucken.